Hallo, ich bin Heiko von Hairfilms und heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge unserer DaVinci Resolve 14 Tutorial Serie. Bevor wir anfangen, nochmal ein riesen Dankeschön an Blackmagic Design. Die haben uns hier als Sponsor nämlich tatkräftig unterstützt und uns diese beiden Color Grading Panels hier zur Verfügung gestellt. Auf die gehe ich später noch genauer ein. Nur so viel vorweg, Blackmagic Design hat uns keinerlei Auflagen gemacht, was wir hier behandeln oder wie wir uns hier äußern über die Geräte oder die Software. Das heißt, alles, was ihr hier von mir hört, ist meine persönliche Meinung. Noch kurz zu mir ein paar Worte. Ich habe ca. 2001 angefangen mit der Filmerei und damals mit meinem Kumpel Patrick zusammen unsere Filmertruppe Hairfilms ins Leben gerufen. Da sieht man uns auch heute immer noch hier auf YouTube. Ich selbst habe mich 2011 selbstständig gemacht, zumindest nebenberuflich. Mit tsfx.de, da bin ich quasi als Freelancer für Motion Graphics, Color Grading und Visual Effects tätig. Unser Team hier bei Hairfilms arbeitet eigentlich schon seit Ewigkeiten mit der Adobe Software, also sprich Adobe Premiere, After Effects und Audition sowie Photoshop. Und das Tutorial, diese Serie wird sich also auch ein bisschen darauf beziehen, das heißt, wir werden die Workflows zwischen Premiere und Resolve erklären. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach erstmal eben, was wir in den einzelnen Episoden, die jetzt die nächsten Wochen erscheinen werden, behandeln wollen. Hier werden wir jetzt noch nicht sehr ins Detail gehen, das geht einfach nur darum, euch das Ganze ein bisschen näher zu bringen und einen Ausblick zu liefern auf das, was jetzt in den folgenden Episoden behandelt wird. Da haben wir dann in der zweiten Episode im Prinzip den Importen, das Conforming. Damit ist gemeint, dass man also sein Footage direkt importiert oder dass man schon eine fertige Timeline aus Premiere hat, die man exportiert hat. Das fasst man im Endeffekt unter Conforming zusammen. In der dritten Episode geht es dann darum, das Material, nachdem wir es importiert haben, zu schneiden. Fairlight ist der sogenannte Audio-Tab von DaVinci. Das bedeutet also, wir haben einen dedizierten Bereich für die Bearbeitung, den Schnitt unseres Videos und wir haben einen eigenen Bereich nur für Audiobearbeitung. In der vierten Episode starten wir dann mit dem Color Grading. Da geht es dann erstmal um die Basic Corrections, das heißt also alles, was man erstmal mit dem Footage macht, um es auf einen normalen Stand zu bringen. In der fünften Episode gehen wir dann an die Advanced Corrections, das heißt, wir gehen dann ran und machen sekundäre Farbkorrekturen. Da kommen dann eben so Sachen rein, dass man gezielt einzelne Farben manipuliert in dem Shot. In der sechsten Episode geht es dann eigentlich nur um Looks, dass man eben mit dem gleichen Shot im Prinzip sehr unterschiedliche Stimmungen erzeugen kann, was natürlich auch beim Zuschauer ganz unterschiedliche Emotionen auslöst. Und darum geht es im Endeffekt beim Color Grading. In der letzten Episode geht es dann um Delivery und Roundtrip. Das heißt also, wir exportieren unser fertig gegradetes Video und bei Roundtrip heißt es im Prinzip, wir gehen nochmal von Resolve zurück in Premiere, importieren dort die gegradeten Daten und machen von dort den finalen Export. Was beim Color Grading noch zu beachten ist, es gibt diverse verschiedene Farbräume. Für diese Tutorial-Serie und im Hinblick darauf, dass die meisten, die sich hierfür interessieren, wahrscheinlich als Video-Creator auf Plattformen wie YouTube und so arbeiten, wenn wir uns nur in dem einen Standard bewegen, das ist REC 709, das ist der ganz normale Full-HD-Standard. Wir haben natürlich andere Farbräume wie P3 und REC 2020, das sind Farbräume im Prinzip für Cinema. Und REC 2020 ist im Prinzip auch der Farbraum für HDR, High Dynamic Range Aufnahmen oder beziehungsweise Videos. YouTube unterstützt das inzwischen. Damit kommen wir auch zum nächsten wichtigen Punkt, das ist nämlich die Hardware. Die meisten werden sicherlich nicht so ein Setup hier stehen haben, nur um ihr Color Grading zu machen, was auch völlig in Ordnung ist, denn ich mache das jetzt professionell und ich verdiene auch Geld mit. Das heißt, ich muss mich also auf das, was ich hier mache, absolut verlassen können, dass es farbverbindlich ist. Wenn ihr jetzt auf einem normalen PC oder auf einem Laptop arbeitet und nur diesen einen Bildschirm habt, dann versucht zumindest diesen Bildschirm, so gut es geht, eben zu kalibrieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem gibt es dann eben so einen Colormeter hier von X-Rite. Wenn ihr da noch weitere Informationen haben wollt, hier bei X-Rite gibt es entsprechend ein ganzes Datenblatt für diese Hardware. Eine kostenlose Software zum Kalibrieren gibt es auch, das ist DisplayCal. Für DaVinci Resolve gibt es sogar auch ein eigenes Preset, was die Sache auch nochmal erleichtert, denn bei Resolve muss man ein bisschen umständlich vorgehen. Der Trick bei DaVinci ist folgendermaßen, man braucht noch einen separaten Hardware-Baustein. Das ist also entweder eine Karte, die in den PC eingebaut wird, gibt es dann auch entsprechende externe Hardware. Und das ist hier diese Intensity Shuttle. Die habe ich bei mir hier auch verbaut. Also das Ding im Prinzip geht per USB 3.0 aus dem PC in die Intensity Shuttle Pro rein und aus dem Gerät dann quasi mit HDMI
an den farbkalibrierten Referenzmonitor. Das heißt, dieser Monitor ist jetzt auch gar nicht im System von Windows per Grafikkarte angeschlossen. Das ist komplett vom System losgelöst und so ist halt gewährleistet, dass ich dann eben mit der Farbkalibrierung und dem Zusammenspiel mit der Hardware ein farbneutrales Bild hier erzeugen kann, was dann eben auch dem REC 709 Broadcast Standard entspricht. Mir ist klar, dass es jetzt natürlich erstmal alles ziemlich überwältigend klingt und nach vielen Informationen, und vor allem klingt es auch sehr teuer. Es ist aber gut, das schon mal gehört zu haben, denn ich finde, die meisten kostenlosen Videotutorials, die man so auf YouTube findet, sind meistens leider so angelegt, dass diese ganzen Informationen einfach außen vor gelassen werden. Es ist wichtig, dass eure Monitore farbkalibriert sind, wenn ihr Farbkorrektur macht. Und somit ist im Prinzip jedem geholfen. Das heißt also, egal wie sehr das Bild bei eurem Zielpublikum nachher versaut ist durch falsche Monitoreinstellungen. Ihr müsst immer bedenken, wenn sie Breaking Bad gucken, wenn sie Game of Thrones gucken, dann sieht das für die auch genauso aus. Das heißt, die halten sich an den Standard, ihr haltet euch an den Standard. So sieht es auf jedem Monitor gleich gut oder gleich schlecht aus, aber der Zuschauer merkt den Unterschied nicht. So, ich hatte sie ja eingangs schon erwähnt, die beiden Panels, die hier stehen. Das hier ist das Blackmagic Design Resolve Micro Panel und das hier ist das Mini Panel. Von dem hier werdet ihr in Zukunft sicherlich noch viel mehr sehen in unseren nächsten Making-ofs, denn dieses Panel ist im Prinzip noch, ich sag mal, erschwinglich genug, um darin einen Nutzen zu sehen, wenn man ständig Videos bearbeitet und auch ständig Color Grading betreiben möchte. Dass es einem unterm Strich einen wirklichen Mehrwert bietet, wenn man bereit ist, einmal das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Letztendlich müsst ihr für euch entscheiden, ob das für euch etwas ist. Für mich gibt es keinen anderen Weg mehr, Color Grading zu betreiben. Das liegt aber auch daran, dass ich eben entsprechend viel in der Richtung mache. Das Mini-Panel kommt aber schon extrem dicht dran, die meisten wichtigen Funktionen zu bieten, sodass man im Prinzip sehr selten nur noch mit der Maus in dem Programm arbeitet oder mit der Tastatur nach Tastaturbefehlen sucht. Das ist extrem eingeschränkt und das ist auch der große Vorteil an den Color Grading Panels. Die meisten Korrekturen, die ich ständig machen muss, kann ich auf diesen Panels im Prinzip sehr schnell, sehr präzise erledigen und muss dafür nicht extra zur Maus greifen. Je mehr man sich mit diesen Geräten auseinandergesetzt hat, je mehr die Handgriffe sitzen und man gar nicht mehr überlegen muss oder gar nicht mehr gucken muss, wo man hingreift, desto schneller arbeitet man, desto weniger belastet man seine Handgelenke, wie man es halt von der Maus kennt, wenn man sehr lange mit der Maus arbeitet. Jetzt haben wir ja schon recht viel über die ganze Geschichte geredet, aber eigentlich noch gar nicht so richtig viel über die Software selber oder wo ihr sie eigentlich kriegen könnt. Ihr geht einfach auf blackmagicdesign.com. So, ihr findet im Prinzip die Download-Links bei Blackmagic immer im Support Center und dann immer gleich direkt am Anfang in dieser Liste hier links. Das heißt, hier haben wir gleich direkt DaVinci Resolve 14 Studio und DaVinci Resolve 14, das ist die kostenlose Version. In der Studio-Version habt ihr, was die Auflösung eures Footages, eures Materials angeht, habt ihr keine Restriktion, während die kostenlose Version nur bis UHD funktioniert. Das heißt also, ihr könnt nur maximal UHD exportieren, was aber für YouTube immer noch mehr als genug Qualität für die nächsten Jahre ist. Die Studio-Version allerdings bietet Noise Reduction, was sehr interessant ist. Habt ihr mal Probleme bei Lowlight-Footage, also ihr habt mal irgendwas am Abend gefilmt, das kennt jeder, dann ist das Material verrauscht und sieht nicht mehr so schön aus. DaVinci kann mit der Noise Reduction dann noch sehr viel rausholen. Ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, die 299 Euro ist das Programm mehr als wert und vor allen Dingen sind die neuen Features, die jetzt hinzugekommen sind in der 14, ebenso das Geld eigentlich wert. Aber für jemanden, der jetzt quasi neu einsteigt in die Materie und sich eigentlich erstmal mit dem Programm vertraut machen will, ist die kostenlose Version natürlich absolut ausreichend. Also man kann einen kompletten Film von A bis Z in der kostenlosen Version bearbeiten, schneiden, color graden, Audio bearbeiten und final exportieren und wird eigentlich nichts vermissen. Richtig in die Materie einsteigen werden wir dann natürlich erst in der nächsten Episode. Da werde ich dann noch die einzelnen Arbeitsbereiche genau erklären, aber damit ihr jetzt zumindest jetzt in der ersten Episode mal eben einen groben Überblick bekommt über das Programm, schauen wir mal ganz kurz rein. Wir haben im Prinzip in der Software hier die Arbeitsbereiche unterteilt in Media, das sieht man hier unten, Media, Edit, Color, Fairlight und Deliver. Man kann es auch so sehen, dass man im Prinzip den Film auch eigentlich von links nach rechts bearbeitet. Das heißt, bei Media fange ich an und importiere ich mir quasi hier mein Footage, ziehe mir das quasi hier in mein Media Pool. Dann haben wir im zweiten Arbeitsraum oder im zweiten Tab Edit, das ist im Prinzip also unsere Timeline. Hier schneiden wir unser Projekt. Wir können natürlich mehrere Timelines im Projekt haben, keine Frage. Das sieht man auch hier unten. Timelines kann ich also im Prinzip verschiedene Timelines anlegen. Die kann ich dann hier entsprechend dann schneiden. Dann haben wir den Color Tab. Hier haben wir jetzt im Prinzip das eigentliche Kernstück von DaVinci, was im Prinzip alles beherbergt, was wir brauchen, um jetzt eben unsere Farbkorrekturen und unser Color Grading zu machen.
Im vierten Tab, Fairlight, kommen wir im Prinzip zum Audio-Part unseres Films. Das heißt, hier würden wir dann, wenn ich jetzt entsprechend hier eine Timeline mit Audio hätte, würden jetzt hier meine Audio-Tracks angezeigt werden und ich könnte hier im Prinzip jetzt Korrekturen vornehmen. Ich könnte jetzt die Lautstärke anheben, ich kann Equalizer anwenden oder Kompressoren anwenden. Und dann haben wir natürlich schlussendlich noch den Deliver-Tab. Das heißt, hier portieren wir im Prinzip den fertigen Film und oder machen noch weitere Einstellungen, um das Ganze noch in Premiere wieder zu importieren und dort noch weiter zu verarbeiten. So, das soll es eigentlich auch für die Episode heute gewesen sein. Ich weiß, wir sind jetzt noch nicht großartig in die Software eingestiegen. Das kommt dann in der nächsten Episode. Da schauen wir uns dann in Episode 2 an, wie wir unser Footage in Resolve importieren, wie wir Footage aus Premiere exportieren, um es in Resolve color graden zu können. Aber für heute war es das erstmal. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an Blackmagic Design. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch und solltet ihr unseren Kanal noch nicht abonniert haben, tut das doch gerne. Denkt auch an die kleine Glocke neben dem Subscribe-Button, denn sonst kann es sein, dass ihr gar nicht mitkriegt, wenn wir die nächste Episode veröffentlichen und das wäre ja sehr schade. Ich hoffe mal, dass das so für euch heute alles verständlich und interessant war und würde mich freuen, wenn ihr dann in der nächsten Episode auch wieder einschaltet. Bis dahin erstmal und vielen Dank.